Ich dachte mir nur so, ach du meine Güte, was haben Sie sich denn jetzt schon wieder ausgedacht? Bodenlose Frechheit. Süßer Name, gell? Mit Kampf der Reality Stars verbindet man abstruse Speisen, allerdings nicht bis jetzt. Wer seine leckere Mahlzeit innerhalb von 30 Sekunden komplett verzehrt, darf 30 Sekunden lang auf Sternensuche gehen in diesem Universum aus Glibber. Und mehr Sterne heißt, mehr Rauswerfmacht. Was ist das für eine Blätter? Ach, Koriander. Koriander. Oh nee, ich hasse Koriander. Ich hatte, glaube ich, in meinem Leben noch nie Koriander. Ich dachte mir, hey, Koriander, ist das scharf? Was ist das denn? Koriander, super gesund. Zum Beispiel, wenn man Verstopfung hat. Wer ist das? Sag mir das, wer ist das? Leute wie Alex? Was gibt's da echt? Es war wichtig für mich, als Erster fertig zu sein, weil so konnte ich auch irgendwo eine Art Dominanz ausstrahlen, sodass die anderen vielleicht, sich vielleicht bei dem nächsten Gang gar nicht erst trauen, 110% abzuliefern. Vier! Ah, der hat sich wieder gezeigt. Sehr geil. Boah. Bei dem Spiel muss jeder auf seinen eigenen Arsch gucken. Natürlich schalte ich dann meine Konkurrenten als Erstes aus, damit sie mir halt nicht zum Verhängnis werden können. Wen kickt Alex raus? Ehrlich. Sehr, sehr feige. Also mal Augen falsche Ratte, so ist halt so. Boah, Wahnsinn. Also er hat nur die Regeln ergebnisorientiert umgesetzt. War sehr, sehr link und hinterhältig. Wie auch immer, die ersten beiden können sich nicht mehr safen. Maurice und Silva. Nur die Harten kommen wieder. Dass dann ausgerechnet Alex und ich Silva und Maurice rauskicken. Das war natürlich direkt so ein Schlag ins Gesicht, gerade von uns beiden jetzt geschlagen zu werden. Sinnlose Scheiße. Wirklich, ja. Ehrlich. Maurice hat natürlich wieder seine Show da abgezogen, hat die Flasche weggeworfen und hat wieder nur. Ich höre Scheiß drauf, wirklich. Dieser Drecks hier, wirklich. Dieser Drecksladen, wirklich. Das Spiel hat nicht angefangen, die rote Karte kommt und direkt meine Mannschaft ein weniger, weil ich runter muss. Also, ich habe nicht mal angefangen zu spielen. Ich höre auf meine Mutter. Scheiß doch drauf, Digga. Hoffentlich geht das Petersilie in den Arsch von denen. Einfach zum Kotzen, ich sag's dir, einfach zum Kotzen. Oh, Fahne. Du kaust da drauf und das stinkt von innen irgendwie so. Absolut ekelhaft, ey. Wohlbekomm's. Fünf Stars haben ihre Stinkepasta runter und dürfen jetzt nach Sternen jagen. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Du findest einfach keinen einzigen Stern und denkst dir so, für was habe ich das jetzt gerade eigentlich gegessen? Und ja, Alex hat abgeräumt, mal wieder. Aber auch wenn wir geschafft hätten, wir wären rausgewählt. Ja, auch wenn so wir geschafft so. Hätten. Was ja, ist ja. das denn? Ja, ja. Wichser. Alex verpasst Jenny seinen Stern, Kevin gibt seinen Elsa. Es ist so glibberig und flutscht trotzdem im Mund und dann kommt dieser Fischgeruch auf, also es war echt eklig. Boah, wie sieht das denn aus? Oh, ich esse es nicht. Da war ich raus. Oder? Das nennt man Qualitäts-TV. Sorry, guys. Seid ihr auch satt? Fehlte nur noch etwas Salz. Da habe ich mich gefühlt wie Ursula, die Meerhexe. Oh, nicht hingucken, nicht hingucken. Oh, ist raus. Ach, fand ich zum Kotzen. Au! Alex, was Alter, wo hast du die Sterne mal her, Mann? Kann doch nicht sein, dass du die Scheiße frisst und keinen Stern findest. Gern bei mir voll, Alter. Du hast 3 Sterne. Krasser Scheiß. Alex, wie machst du das? Technik ist wichtig. Ich habe zum Beispiel immer breiflächig quasi, so wie so ein Scheibenwischer, alles abgetastet und habe mich dann auch vom Beckenrand mit den Füßen abgestoßen, damit ich schneller durch diesen Pool komme. Und das haben einige, glaube ich, nicht gemacht. Das liegt in Neandertalern, so ein Spiel. Fressen und suchen. Alex, bitte verteil deine Sterne und das Volk. Damit ist Jenny raus. Ich bin nicht gesaved. Ich hätte mich aber ums Verrecken, hätte den Kram nicht runterbekommen. Es ist so. Jesus, ich war mit, ich kotze meine Seele raus.
Also, sie hätte einfach nur zeigen können, was sie am besten kann. Schlucken. Sie hätte einfach nur schlucken müssen, ja? Also ich möchte mit Leuten spielen, die Bock haben, die ehrgeizig sind. Aber da gehe ich gerne, weißt du, da oben dann haupt es. Zwischen den ganzen Flachpfeifen, die sich da die Bälle zuschieben und sich gegenseitig in den Arsch kriechen. Selbstbeweihräucherung. Ja, weißt du, wie man das nennt? Selbstbeweihräucherung. Verstehst heißt du? Das so? Ja, das ist der vernünftige Ausdruck dafür. Für Arschkriecherei ist Selbstbeweihräucherung. So. Ich hab keine. Das sieht der Duden anders, aber Silva ist ja Künstler, dem geht's mehr ums Gefühl als um die Fakten. Ja, Alex ist ein Tier, oder? Der frisst einfach nur wie ein Schwein, mehr nicht, weil es daran stark macht. Dass er natürlich vor sich hinmotzt und jetzt gekränkt ist und einfach wie so ein kleiner bockiger Junge jetzt ein bisschen rumzickt, war mir schon vorher klar. Der maskuline Mann, so nennt sich Alex gerne. Und ein Stück weit hat er sogar recht. Sorry, Maurice. Ich merke, dass ich gerade rasiere, dass das Spiel mir liegt. Und wieder hat er ganz groß abgeräumt. Das muss der schlimmste Tag sein im Leben von Maurice. Hier! Wow! Ich kämpfe bis zum Ende, bis ich der Last Man Standing bin. Warne dich, ich warne dich. Wir trinken darauf später. Du kannst mich mal Marsch lecken. Mit dir trinke ich gar nichts mehr. Tanja kann sich nicht mehr safen. War nett mit euch. Viel Spaß. Die liebe Tanja hat sich keine Mühe gegeben. Ich mag es lang und genüsslich und leidenschaftlich und nicht dieses zack, zack, zack. Tschüss, raus. Also da hatte ich auch kein Mitleid mit Tanja. Sei mal ehrlich. Langsam ist wirklich lächerlich. Ich mein's ernst. Jede Runde muss Maurice leiden und sehen, wie ich mit fairen Mitteln das Spiel dominiere. Und das frisst ihn von innen an auf. Und genau das wollte ich. Das soll bei jedem Spiel so passieren, bis der Typ dann die Koffer packt und abhaut. Ich kann mir dieses dumme Gelaber nicht mehr anhören. Hm? Was ist das? Was ganz feines, kompostiertes Ei aus China. Nächster Gang, bitte. Wow, das tausendjährige Ei gilt als Spezialität bei denen, die davon nicht reiern müssen. Nix gegen den Koch, aber... Alex und ich mögen irgendwie den Pool, dass wir ständig in den Pool rein dürfen. Aber Alex hat irgendwie größere Hände als ich. Ich bin einfach keine. Ja. Für was bin ich hier reingegangen? Kevin, Kelvin und Izzy bekommen ihre zweiten Sterne und Cecilia ihren ersten. Eine kleine Überraschung. Was ist das denn? Das ist Maracuja. Zum Wohl. Wir wollten einfach auch mal nett sein, so fürs Image. Jetzt wird's spannend. Kelvin hat einen Stern und es gibt drei Kandidaten, die schon zwei hängen haben. Jeden von denen könnte er mit seinem Stern jetzt aus dem Spiel werfen. Schwierig, ne? Du kickst mich raus. Ja, sorry. Lass es nicht. Ja, du bist raus. Ach nee. Ach nee. Ich möchte mich auch mal setzen. Oh, was ein Geräusch. Aber der Alex hat das doch eh schon gewonnen. Der hat noch gar keinen Stern. Es ja, einen, weil ihr so doof seid und dem keinen gibt hat. Extra scharfe Zwiebeln. Meisei. Boah, ich glaube Apfel. Boah, Alex, ey, was ist mit dem los? Cecilia frisst alles, kriegt alles runter. Ja, aber Izzy macht auch gut. Kelvin. Ich wollte gerade Kelvin loben. Oh mein Gott, der hat es echt geschafft. Aber die Cecilia hat es auch was geschafft. Cecilia, komm runter damit. Doch, sie hat es geschafft. Das wurde so scharf in meinem Mund. Ich habe meine Zunge nicht mehr gespürt. Mal was trinken. Es war alles nicht geil, aber die Zwiebel hat mir den Rest gegeben. Die Zwiebel war die Hölle. Bitte, Reality Gott, bitte, gib mir jetzt 3 Sterne, dass ich direkt Alex raushauen kann. Ah, das ist mein Schwan. Ach so, sorry. 3 Stück. Was? Du machst das schon. Hey. Endlich, komm, jetzt geh. Verdient, Alter, echt. Verdient. Danke, danke. Ja, du bist eine Maschine, ey. Wie du das gemacht hast, Digga, keine Ahnung. Respekt. Ich schwör, er hat's verdient.
Er ist eine Maschine. Schwör, Bruder. Deine Sterne noch irgendwie. Richtig feige, Junge. Ha? Richtig feige, Alter. Ach, wann meldest du dich jetzt schon da hinten, Alter? Der ist wieder, ist so. Maurice war am Brodeln. Man hat schon in seinem Gesicht gesehen, da kam der Alf wieder raus. Du kannst nicht was Karotten mit Spaghetti essen, Alter. Ja, laber nicht, Alter. Sei froh, dass ich verschont habe vor dem Spiel. Du bist eine feige Ratte, ach, feige Ratte, Junge. Ja, wenn du die Kommentare gehört hättest. Hast du mich Wichser genannt? Ja. Hast du mich Wichser genannt? Ich schwöre dir. Hast du mich Wichser genannt? Ja, du bist ein. Lass das. Halt die Fresse, du bist eine feige Ratte, bist du. Lass das. Du bist feige, Junge. Du bist feige, bist du. Du bist feige, Junge. Halt deine Fresse, Junge. Ein Loser. Du bist ein Loser. Nein, du bist ein Loser. Halt deine Fresse, Junge. Halt deine Fresse, du hässlicher Wichser. Halt deine doofe Fresse, Junge. Halt deine Fresse. Du hässlicher Alter. Boah, ich war so entsetzt über Maurice. Ich war so entsetzt. Hässlicher Bastard, Alter. Ich schwör's dir. Voll peinlich, Mann. Maurice, hör doch auf, Alter. Sag doch, der ist der Bessere gewesen. Komm weiter. Du feige Ratte, Alter. Halt deine Fresse, Junge. Alex, mach keinen Fehler. Hä? Mach keinen Fehler. Alex? Ja, was kommt denn, hä? Du kleiner Alex. Boah, Alter, ist das peinlich, respektlos. Jetzt hört mal auf. Guck, Alter. Ja, komm mal her. Komm her. Alex, ruhig. Oh Gott, das ist richtig schlimm hier. Ich dachte schon, der haut ihm gleich eine vor die Mappe. Weil dann hätten wir ja heute zwei weniger. Silber hat auch die ganze Zeit beleidigt. Boah. Die beiden haben die ganze Zeit wie bei der Muppet Show. Die liegen heute beide rum. Soll deinen Mund halten, Alter. Oh Gott. Der kleine Vogel, Alter, soll dein Maul halten, wirklich. Ey, dabei hat Alex doch gar nichts gesagt. Der Pöbelmeister ist hier ganz klar Maurice. Was ist denn los? Gestern wollte der Elsa rausschmeißen lassen, weil sie ihn Wichser genannt hat. Jetzt verliert er und nennt mich fünfmal Wichser. Und dann habe ich ihm den Wasser nass gemacht. Oh wei, oh wei, oh wei. Du kannst dich das verurteilen und willst jemanden rauskicken, aber machst genau das Gleiche. Ja, ein dummer Vogel, wirklich, ja. In welcher Doppelmoral lebt er? Das geht nicht. Du wurdest fair besiegt, halt deinen Mund, geh einfach zurück. Wenn du noch größer hast, gratulierst du mir noch, aber beleidige mich nicht. Das wird auf dem Fußballplatz auch mit Rot bestraft. Und er macht genau das. Der ist eine richtige Red Flag, der Typ. Maurice hat offenbar das Kind in sich entdeckt. Leider ist es ein beleidigtes Kleinkind. Warum hast du Wichser gerufen noch? Was? Du hast, weil du gestern da standest und hast gesagt, ich stehe für etwas, keine Beleidigung. Maurice hat in dem Moment gezeigt, wie schlecht er verlieren kann. Also, ich war so enttäuscht von Maurice. Ja, komm, stell mich scheiße nein, da. Das, nein, zu deiner Maurice, aber das gerade. Guck mal, das ist das. Du benimmst dich gerade wie ein kleines nein, Kind. Nein, Mann, du dazu möchtest nicht gehören. Lass mich das doch aussprechen. Nein. Du lässt mich nicht aussprechen. Du kannst das aussprechen. Das ist dein Problem. Ja, wenn es um Ehre geht, Stolz geht, da, ist es, da kannst du gleich mit einer Wand reden. Du musst Köpfchen und nicht emotional denken. Und nicht wie eine beleidigte Leberwurst sich immer in die Ecke zu setzen und sagen, alle sind böse. Das wird dich nie zu einem Sieg bringen. Und du hast Talent zu gewinnen. Ich bin dir ehrlich. Ich bereue in dem Sinne nix. Warum auch? Ja, warum auch? Cecilia ist erfolgreich gescheitert. Der nächste Hobbycoach versucht's. Silva, dein Einsatz. Als freundschaftlicher Berater, sag ich dir ganz ehrlich, sagen, ey, Digga, das war scheiße von mir, im Vorbeigehen, sorry, das nehme ich zurück, die Schimpfwörter, tut mir leid. Gratulation zu deinem Sieg, hast du vollkommen verdient, aber für alles andere stehe ich. Und dann ist alles fein. Dann ist alles cool. Dann sagt der Zuschauer, wow. Alex. Die Beleidigung gerade, das war scheiße. Ich war lange in der Sonne. Entschuldige dich dafür. Muss ich mich für entschuldigen, diese Beleidigung mit scheiß Wichser und so. Tut dir leid. Nein, war falsch von mir. Der Sieg sei dir gegönnt. Also ich denke, dass definitiv keine ehrliche Entschuldigung von Maurice war. Ich kenne ihn mittlerweile gut, er hat sich da von Silva beraten lassen. Und Silva hat mir auch so zugenickt die ganze Zeit nach dem Motto, ja, nimm die Entschuldigung an, das ist jetzt der richtige Weg. Und dann wusste ich, dass es natürlich ein abgekartetes Alibi-Spielchen ist. Wenn du fair geschlagen wirst, dann machst du deinen Mund auf, weil dein Ego zu groß ist. Und ich sag dir aber jetzt mal eins, jetzt kommt der Gamechanger. Ich habe nicht so ein großes Ego. Ich habe durch meine Therapie gelernt, mein Ego runterzuschrauben. Und ich sage dir klipp und klar, mir hat's gefallen, dass du systematisch von mir Spiel zu Spiel besiegt wirst, mit fairen Mitteln. Und ich werde dich weiterhin dominieren auf dem Spielfeld. Und deswegen, du bleibst hier drin und ich werde dich weiter deklassieren. Okay?